zu ruhig. So, ich nehme den Schneepinkel, da hast du wenigstens ein Plätschern im Hintergrund. Nein? Okay. Tag Leute, Beta hier, Runde 2 von Counter-Strike Condition Zero, gelöschte Szenen. Ich finde, es klingt immer noch ein bisschen bescheuert auf Deutsch. Beste Unterhaltung mit der schlechtesten Synchronisation seit langem. Hör mal auf, deine Waffe zu ficken neben mir. Ist eine ganze Weile her, dass ich es gespielt habe und ich krieg heute noch Nachrichten, wann da was Neues kommt. Hier, bitteschön, wir gucken, wie es weitergeht. Aussichtsloses Unterfangen. Ich erinnere mich dran, ich habe es nicht hingekriegt, irgendwie das Sneaky Beaky zu sein, weil ich mein Messer nicht stillhalten konnte. Es macht halt auch zu viel Spaß, die Typen anzuritzen. Da Sie unser einziger Agent am Boden sind, müssen Sie das Lager infiltrieren und die deutschen Geiseln orten. Die Deutschen? Sobald Sie deren Position per Funk gemeldet haben, wird Anwendungseinheit 1 mit dem Sturmangriff beginnen. Greifen Sie den Gegner auf keinen Fall vorher an, sonst wird das Leben der Geiseln unnötig gefährdet. Okay, was, wenn ich irgendwie einen Chinese finde dazwischen oder Italiener, der soll ich liegen lassen? Okay, angebunden auf dem Dreirad. Sorry, keiner interessiert sich für euch. Muss ich hier drüber springen? Hopp, hopp. Ich glaube, das ist nicht die Lösung. Was geht ab, Boy? Was wächst denn da aus der Wand? Dekorativ? Ja. Ich glaube, ich bin auf dem kleinen Pixelhaufen da links unten. Ich weiß nicht, ich glaube, ich habe mich da winken sehen. Von dem her vertraue ich auf meine guten Augen. Oh, ein Schneidbrenner. Okay. Natürlich hat er das Ding darum liegen. Und nicht den Schlüssel, was mehr Sinn machen würde, falls er mal den Gully aufmachen muss, weil sich ein Krokodilbaby drin verhakt hat. Und das hat keiner gehört. Gehen wir da lang. Was? Weißt du, was ich absolut nicht verstehen kann, Mann? Seine Sprache. Kein Wort, kein einziges. Der kann meine Mutter beleidigt haben und ich weiß es nicht. Stehe ich ja eigentlich in der Pisse? Ist das der Ort, wo der Inhalt der Latrinen hinkommt oder Krokodile? Ganz ehrlich, ich weiß nicht, was ich schlimmer finde. Aggressive Urin, der mir irgendwie die Stiefel vom Fuß frisst oder Krokodile, die den ganzen Fuß essen. Oh. Oh. Lass mal das Ding hier auspacken. Also wenn das keine Deutschen sind, dann weiß ich auch nicht. Der hat eine Krawatte an im Urwald. Natürlich ist er Deutscher. Hallo, Chief. Ich hab hier Deutsche. Bestätigt. Position der Geiseln geprüft. Sturmangriff wird eingeleitet. Was? Verdammt, einer unserer Männer liegt am Boden. Er soll aufstehen. Was zur Hölle? Was hat seine Mutter ihm Beine gegeben? Da ist die komplette Zeit ruhig, Mann. Dann kommt einer um die Ecke und bringt halt einfach Demokratie mit. Was er gesagt hat. Also ganz ehrlich, die Hütte wird nicht mehr wirklich arg lang stehen. Die ist doch komplett aus Holz. Ich sollte nicht hier sein. Wow. Achtung, ich sollte wirklich nicht hier sein. Lösen Sprengstofffallen auf dem ganzen Gelände aus. Danke, Sherlock. Oh. Ich sehe schon. Da ist eine verdammte Sprengstofffalle. Willst du mir die Beine wegsprengen? Keine weiteren Fragen. Vorsichtig. Das war nicht vorsichtig genug, aber okay. Geht er down, Mann. Ich werde trotzdem noch einen Schuss reinkriegen. Wie gesagt, wir spielen immer noch auf den höchsten Schwierigkeitsgrad. Das heißt, es ist eine kleine Herausforderung. Die Gegner treffen zumindest einigermaßen. Alles ruhig. Wie entspannt kann man in einem Krisengebiet klingen? Keine Ahnung, frag Karl. Heilige Scheiße! Terry Crews? Visier überprüfen! Visier? Oh hey! Was geht ab, Bro? Wir bleiben hier und beschützen die Geiseln. Die Deutschen, meinst du? Ihr geht vor und bahnt uns einen Weg zu den Docks. Okay. Okay, ja. Ich glaube, das ist ein Deutscher. Natürlich ist der Kollege ein Deutscher, Mann. Schau ihn dir an, Mann, mit seinem verzogenen, grimmigen Gesicht, wie er einfach keinen Bock drauf hat, Spaß zu haben. So, ich hatte einmal Spaß in meinem Leben und es war scheiße. Noch leid tun. Die Geiseln leben doch noch. Was teutelst du hier rum? Schnell!
Ich richte über den Deutschen. Blöde Frage. Schau doch, was ich mache. Ich weiß auch nicht. Der hat so eine deutsche Aura, Mann. Von Pünktlichkeit und technischem Verständnis. Mal schauen, ob ich irgendwie eine Granate benutzen kann. Ob es wirklich Sinn macht. Oh. Fire in the hole. Holy shit, gotta go fast. Dabei gibt Sonic den Deagle. Alle Positionen bitte melden. What the fuck, wie laut schreit er eigentlich das? In diesem Sektor rührt sich nichts. Un intruso, por aquí. Okay. Ich nehme zwei davon. Oh, bitte ohne Laser. Ist mir zu flashy irgendwie. Lass mal. Okay. ist er durch die Mauer gerollt einfach. No fucks given. Geht doch. Hartnäckiger Motherfucker. Bist du Steven Seagal? Fuck, ich hab grad Steven Seagal mit der Shotgun erschossen. Jetzt verschwindet er im Boden. Gott, wie? Keine Ahnung wie, ist mir eigentlich auch scheißegal. Mehr davon. Das warme Gefühl von Morphium in meinen Venen. Wie ich's gewusst hab. Er kann's nicht lassen. Gott, sein Arsch ist frei, schnell. Auf ihn mit ausländischem Gebrüll. Und dann hat er's getan und dann ist genau das passiert, was ihr gerade eben gesehen habt. Habt ihr die einfach unter die Balken gelegt, die Typen? Dachtet euch, who cares? Brauchst du eine Leiche? Nein, okay. Ich brauche auch keine Leiche. Dann lass sie mal da unten mit zu der anderen Leiche legen und lagern. Hat er gerade ein klärendes Gespräch mit der Ranke oder warum hast du das Ding angeschaut? Ey, jetzt hör mal zu, Kletterpflanze. Solange du an meiner verdammten Wand entlang wächst. Bestimme ich, wann ich dich stutzen darf. Es ist keiner da, dann sind alle da. Du Fucker, Mann. Wer mich am Rushen ist. Wer es nicht lassen kann. Alter, Finger weg von der Kiste, was auch immer du machst. Hast du gerade eine Bombe da geplantet? Weiß es nicht. Muss ich eine Bombe da planten? Ich wollte gerade sagen, du hast deinen Einsatz verpasst, Mann. Dich würde ich nicht bezahlen. Der folgt mir halt auch mit der Shotgun und dann geht er wieder. Die verdammte Taktik dieser Gegner macht mich fertig. Die haben keine Taktik. Jetzt ist er plötzlich hier. Hält für eine gute Idee, sich halb in die Wand zu legen. Er hat gehört, Bambus ist geschmeidig zu seinem Hals. Das ist wieder so ein Typ, der mir hinterher rennt, hä? Oh nein, der die Wand hasst. Sehr gut, sehr gut. Mehr Hass gegen diese Wand. Vielleicht hast du einfach Texturen, die verschwommen sind. Ich meine, wer braucht schon Energie? Es ist schon richtig. Ist ein bisschen lächerlich. Dass du immer da sitzt und am Hecheln bist und du denkst, oh, wie schön wäre es jetzt nicht zu sterben. Alter Schwede, was zur Hölle, da ist nichts mehr übrig von dem Kollegen. Außer der Gürtel, den kannst du verkaufen. Oh, da geht er down. Oh, da kommt der nächste. Wir können nicht irgendwie gucken, dass wir sie wegziehen oder dass wir sie verschieben. Nein, nein, wir müssen sie in die Luft sprengen mit gewaltigen Sprengsätzen. Aber nur fürs gute Gefühl, fucking America. Ich meine... Klar, mir würde auch spontan keine andere Möglichkeit einfallen, wie man Demokratie bringen will. Ich meine, wie, wenn ich mit Sprengsätzen? Ich habe ihn nicht gekillt, ich habe seine Existenz vernichtet. Oh Gott. Ich hätte echt gerne Orb. Und nicht irgendwie diese komische Autosniper. Zwei Kugeln. Yay. Die wird mir das Leben retten. Für die nächsten zwei Kugeln. Und dann gibt's Beta am Stock. Oh Gott. Oh Gott. Unfreundlich. Unfreundlich.
Dann machen wir es halt. Okay. Muss man die Windel wechseln, oder? Was ist eigentlich mit den deutschen Geiseln, die ich befreien sollte? Achso, ich muss das Dock freimachen, genau. Das ist einfach noch unsere Aufgabe, seit Ewigkeiten. Wahrscheinlich haben die gelabert, es gibt gar keinen Dock, der hat mich einfach in eine Richtung geschickt. Der wird nicht mehr so schnell kommen, jetzt pack erstmal das Bier aus. Immer diese deutschen Polizisten. Na, was erwartest du, wenn dein Spitzname Weißbier Berti ist? Oh, da ist Wasser. Oh, shit! Und eine Bazooka. Funk. Moment. Ey, Digga, bring mal einen Hubschrauber. Bestätigt. Meldung erhalten. Wir brechen auf in Richtung Docks. Das ist schön. Das ist gut. Beste Nachricht heute. Wie zur Hölle wart ihr so schnell? Wie? Wie? Und ich kämpfe mich hier durch den Urwald wie so ein Vollidiot. Und er hat einfach angejoggt. Nicht mal am Schwitzen. Also, Genosse, es ist an der Zeit, das Standardverfahren noch einmal durchzugehen. Jawohl, mein Freund. Hör mal auf, deine Waffe zu ficken neben mir. Weißt du, solchen Leuten geben sie halt Waffen. Standort 6 des Regiments 42 zu entschärfen und zu demontieren. Im Inneren sollen wir die Interkontinentalrakete SS-18 finden und entschärfen und sie für die Stilllegung vorbereiten. Alle Abschussanlagen sollen zerstört werden. Jegliches Personal soll vom Gelände eskortiert werden. Dies müsste eine Routineaktion werden. Doch ich möchte, dass alle konzentriert zu Werke gehen. Es scheint, als ob seit fast 24 Stunden kein Kontakt mehr zum Personal am Standort 6 besteht. Ist dir. Wahrscheinlich ein Defekt am Kommunikationssystem. Doch ich möchte hier keinen Fehler begehen. Ich fühle mich nicht wohl dabei. Du fühlst dich nie wohl, Razziaba. Wenn ich dann deiner Mutter schreibe, sehen wir ja, wer zuletzt lacht. Wir müssten in wenigen Minuten am Einsatzort ankommen. Oh shit, ich hab nur Mama verstanden. Was ist eigentlich für ein Haufen, mit dem ich hier unterwegs bin, Mann? Es kann doch nicht funktionieren. Counter-Strike. Leute, ich würde sagen, wir machen erstmal einen kleinen Cut rein. Schreibt in den Kommentaren, wollt ihr noch mehr davon sehen oder habt ihr erstmal genug von dem Trash? Vielleicht hängen wir noch eine kleine weitere Folge dran. Wenn euch das Video gefallen hat, Daumen hoch, lasst mir einen Kommentar da. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich bin Beta. Bis dahin, haut rein.